Mein Elternhaus in Aschau ist der Startpunkt einer Bergwanderung am 17. November 2018. Wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du ihn anderswo? Du fehlst ihn für und für. Man muss kein Christ sein, um diesem Spruch was abzugewinnen. Wir suchen unsere Bestätigung oftmals außerhalb von uns, in materiellen Dingen, im Wohlstand, in Anerkennung von Leuten. Ich kann von mir nicht behaupten, den Himmel in mir gefunden zu haben. Aber vielleicht bringt mir die Wanderung heute dem Himmel einen Schritt näher. Schon recht frisch und schon die ersten Höhenmeter bringen mich ein bisschen außer Puste. Ich hätte auch einfach mit der Bahn fahren können, aber nur keine Erleichterungen, ne? Die Kampenwandbahn wurde 1957 erbaut und transportiert die Passagiere in 14 Minuten von 620 auf 1461 Meter über Normalhöhen Null. Je weiter und höher ich komme, desto freier fliegen die Gedanken. Warum strebt auf Erden alles nach oben, streckt sich aus zum Platz an der Sonne? Manche Bäume erhalten selbst nach ihrem Ableben noch Unterstützung. Wie kann es sein, dass manche Bäume ungebremst wachsen dürfen, wohingegen andere, die unmittelbar daneben stehen, abgeschnitten und verbrannt werden? Selbst alleinstehende Bäume werden abgesägt. In der Welt der Bäume entscheiden Natur und Förster über Sieg oder Niederlage. Und so stelle ich mir die Frage, gibt es eigentlich eine höhere Macht, die entscheidet, welches Schicksal jeden einzelnen Menschen trifft? Ein paar Schritte weiter oben kann ich tief durchatmen und die frische Luft genießen. Durchatmen. Dieses Glück genießen die Heiligen in den Andachtskapellen leider nicht. Sie sind zu ewiger Anbetung gezwungen, weggesperrt hinter Schloss und Riegel. Ich komme der Kampenwand allmählich näher. In der Nähe der Steinlingalm entdecke ich eine Tafel mit einer Inschrift. Mir ist die Sprache etwas zu hoch, aber schön aussehen tut's doch. Man fühlt sich dadurch ein bisschen wie in Mittelerde. Kurz vor dem Aufstieg zur Kampenwand wird man per Schild nochmals darauf hingewiesen, dass man für diesen Weg trittsicher und schwindelfrei sein sollte. Das Gipfelkreuz fühlt sich zum Greifen nah an, als wäre man in weniger als 15 Minuten am Ziel, aber das werden wohl nur geübte Wanderer schaffen. Die Kraxelei über die Felsen ist mühseliger, als ich es erwartet habe. Ich packe meine bessere Kamera zur Sicherheit lieber in meinen Rucksack und filme und fotografiere nur noch mit meiner Smartphone-Kamera. Was die vielen Andachtskapellen, Martal und Schilder auf dem Weg nicht vermochten, schafft jetzt die Natur ganz ohne klerikale Hilfe. Ich werde ehrfürchtig. Wie die Säulen einer gewaltigen Kathedrale ragen die Felsen um mich herum in die Höhe. Der Blick von oben aufs Tal wird von aufziehenden Wolken verhüllt. Ich fühle mich wie auf einem großen Schiff. Kaum habe ich meinen Proviant ausgepackt, wollen mir einige Dohlen mein Essen streitig machen.
Ich beschließe, mich wieder auf den Rückweg zu begeben. Im November wird es abends zeitig dunkel und kalt. Der Wind wird auch stärker. Es ist Zeit abzusteigen. Hinter Gittern habe ich den Himmel nicht gefunden. Knapp unter dem Gipfelkreuz aber auch nicht. Ich muss wohl weiter in mich gehen.